Am Wort Harald Stephan von der FPÖ. Versucht, irgendwie die Kurve zu kratzen bei einer Materie, wo alle zustimmen und alle der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, hier das Urheberrechtsgesetz so zu ändern, dass behinderte Menschen mit Sehbehinderung leichter Zugang haben zu Werken. Da sind wir eben alle einig, dass es richtig ist. Es ist eine Novelle, die umgesetzt wird und hier jetzt also irgendwo die soziale Kälte oder irgendwo das Problem herbeizureden, dass Behinderte jetzt besonders beachtet werden müssen. Ja, das tun wir ja. Also ich meine, dieses Gesetz ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir das Richtige machen. Auch in unserem Regierungsprogramm ist das eindeutig festgehalten und es gibt überhaupt keinerlei Ansatz, dass behinderte Menschen in irgendeiner Form jetzt schlechter behandelt werden als früher. Wir haben auch einen Minister, der selbst ja ein sehr großes Anliegen für Behinderte hat, in unserem Minister Hofer. Also das ist wirklich sehr weit hergeholt. Also ich finde es auch nicht in Ordnung, Herr Kollege Troch, dass Sie jetzt also hier im Zusammenhang mit blinden Menschen plötzlich die soziale Kälte und ich weiß nicht was, Gewerkschaftsthemen hier so groß hervorheben. Das passt einfach nicht. Passt eigentlich auch nicht zu Ihnen und Ihrer sonstigen Vorgangsweise. Aber es ist wahrscheinlich derzeit also durchgegeben, bei jeder Rede irgendwie künstlich zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung zu kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier jedenfalls liegt eine sinnvolle Umsetzung einer Novelle einerseits vor und andererseits wird bei der Gelegenheit eben auch ermöglicht, dass Parlamentsreden nicht nur live oder 7 Tage lang angesehen werden können, sondern auf Dauer. Also insgesamt eine sehr erfreuliche Änderung. Und ich weiß ja, Sie stimmen eh zu, es war ja nur ein Versuch. Kritik an der Kritik des Vorredners vom Freiheitlichen Harald Stephan.